Berlin, das deutsche Wembley in Wallung und das bei einem ganz normalen Zweitligaspiel. Hertha gegen den FCK, die Übermacht im Unterhaus im direkten Duell. Axel Kruse liftet die alte Dame Hertha. 1:0. Ein typisches Kruse-Tor. Einfach schneller reagiert. Es war ein rauschender Fußballabend, den einer allerdings gerne aus dem Kalender streichen würde. Gerald Ehrmann. Was für ein Patzer. Die Torwartlegende schmeißt der ein oder andere Fehlgriff zum Abschluss seiner Karriere nicht mehr um. Die Mannschaft des FCK auch nicht. Gary bleibt trotz allem ein Idol. Und Otto trotz der Niederlage auf Bundesliga-Kurs. Gary Ehrmann und die Fans, war die Liebe abgekühlt? Heimspiel gegen den VfB Leipzig. Die Stärke Ehrmanns und des FCK war stets nach einer Niederlage wieder aufzustehen. 1:0 Martin Wagner und schon war die Hertha-Klatsche vergessen. Wagner-Tor mit rechts. Seltenheitswert. Otto-Jubel, der Regelfall am Betze. Kleinere Schwächephasen waren aus der FCK-Mannschaft aber einfach nicht herauszukriegen. So eine nutzte auch der VfB Leipzig zum Ausgleich durch Torjäger Steffen Heidrich. Erinnern Sie sich noch an das Hinspiel in Leipzig? Ein Mann feierte da sein Comeback als Torschütze. Jürgen Riesche. In der Zwischenzeit sind Riesche-Tore wieder Alltag geworden. 2:1. Macht der FCK Tempo, hält ihn keine Zweitligamannschaft auf. Und ihn auch nicht, Pavel Kuka. Das 3:1. Die Entschlossenheit nach dem Motto: Kuka stoppt keiner. Und noch etwas für die Freunde gepflegten Kombinationsfußballs. Ratinho, Kuka, Marshall, Kuka links, Kuka rechts, Kuka, wie er es braucht. 4:1 gegen Leipzig. Rehabilitierung geglückt. Dank Kuka und auch für den Torwart. Gary Ehrmann und die Geschichte. Alles wird gut. Ottos erste Heimniederlage, ausgerechnet der Tabellenletzte, war ganz nah dran. Rot-Weiß Essen. Den FCK ärgerte mit Angelo Vier ein Stürmer, den Rehagel einst nach Bremen geholt hatte und den er gerne zum Betze gelotst hätte. Ein guter Junge, der Torschütze zum 0:1. Diesmal gegen den wiedergenesenen Reinke. Rehagel und der Randkameramann, eine Dauerbeziehung voller Leidenschaft. Filmt Fußball, Jungs. Relativ leidenschaftslos agierte seine Mannschaft fast 80 Minuten lang gegen Rot-Weiß Essen. Das 0:2 durch Klein, völlig verdient der Rückstand für die Arbeitsverweigerer vom FCK. Und die Fans nicht mit uns. Denn selbst das Toreschießen überließen die Profis zumindest vorerst anderen. Wagner und Markgräf mit einem Eigentor. Aber es war ein Signal, so konnte es doch nicht weitergehen. Es entwickelten sich kurzweilige Schlussminuten als kleine Wiedergutmachung für 80 Minuten lauterer Schlafwagenfußball. Pavel Kuka, 2:2 der Ausgleich, mit dem keiner mehr rechnen konnte. Auch dieser mit Essener Geschenkschleife verziert.
Es sollte noch besser kommen. Wer oben steht, für den scheint die Fußballsonne, auch wenn er selbst alle Rollläden heruntergezogen hat. Siegtreffer durch Wintenrufer. Ein Abstauber gegen die Blamage. Wer solche Spiele gewinnt, der muss einfach Meister werden. Der Tränenkanal produzierte wieder, doch diesmal es waren Freudentränen. Der Anlass: Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Für den ersten FC Kaiserslautern war der VfB Lübeck eine Komparsengesellschaft bei der Aufstiegsinszenierung. Also ich glaube, wir haben alles wieder gut gemacht und es ist einfach einmalig. So, wenn man dann bedenkt, vor ein Jahr sind wir abgestiegen, waren wir mit Tränen hier und heute mit Freudentränen. Ich glaube, optimal. 7 Tore für die Fans, Namen stehen für das Programm. Wiederaufstieg. 1:0, Wintenrufer. Wintenrufer, ist das einer der schönsten Fußballtage, die Sie hier erlebt haben? Naja. Das ist 2:0, Olaf Marschall. 1. Bundesliga wieder und das im Endeffekt zählt das nur für das ganze Jahr. Vergessen die jungen Leiden in Rot und Weiß. Bei mir ist halt die innerliche Freude größer wie die äußerliche, weil halt einfach der Abstieg noch tief sitzt, muss ich sagen. Der Stachel sitzt tief und es war ein sehr schweres Jahr für alle und ich denke mal, damit soll man es aber lassen. 3:0, Harry Koch. Zu 0, Thomas Riedel. 5:0 durch Jürgen Riesche. 6:0, Olaf Marschall. Und 7:0, Pavel Kuka. Nur wer den Pfälzer Menschenschlag kennt, kann nachempfinden, dass der Aufstieg einer multiplen Verbesserung der Lebensqualität in einer strukturschwachen Region gleichkommt. Ja, die Rot-Weißen sind wieder wer im Who is Who des deutschen Fußballs. Ottos Freizeitanalyse. Ich war Tag und Nacht für den FCK unterwegs. Ich war nicht einmal, es hat keine Sperrstunde für mich gegeben. Ich habe mich ganz diszipliniert Tag und Nacht verhalten. Aufstieg 97, der Rote Teufel sagt, ich war dabei.